So, pass mal auf, wir haben doch jetzt dieses Gewicht gefunden. Ja. Was können wir da mit dem Gewicht machen? Untersuchen. Kann ich jetzt das irgendwo einsetzen? Gibt es dafür irgendwie ein Ding? Oder kann ich damit das Schloss kaputt klatschen einfach? Also von dem. Das wäre zu schön, das wäre aber zu realistisch. Ich glaube nicht, dass man so ein Schloss kaputt kloppen kann einfach. Ja, oder vielleicht brauchen wir das später. Jetzt ist aber noch die Frage. So, ja. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wo man es benutzen könnte. Das einzige. Okay, wir werden jetzt halt auch wirklich auf die Uhr hingewiesen. Ja. So, warte mal. Stopp mal, guck mal nochmal bei den Schnakis. Ja, die bewegen sich träge überall hin. Haben wir jetzt also auch keinen direkten Indikator? Oder wir sind zu weit weg für die Schnakis. Hier können wir es ja nicht machen. Also hier können wir ja nur maximal den Code eingeben. Weil das funktioniert ja sonst nicht. Also du kannst ja hier nur. Haben wir schon mal 1951 eingeben. Nein. Was mich gerade so ein bisschen ärgert ist, warum ist das schon fast vorgegeben? Ah, wir können nichts machen. Oh, ist aber traurig. Schade. Warte mal, minus 1 hieß es doch auch immer, ne? Vielleicht ein Jahr weniger? Okay, doch nicht. Okay, funktioniert nicht. 1951, 52, 51, egal was wir nehmen, funktioniert nicht. Der Chat weist uns gerade oder hilft uns gerade und sagt, ja. Hörner befinden sich über dem Fernseher. Wo ist der Fernseher, Benny? Der Fernseher? Es gibt zwei. Wir haben ja einmal den Fernseher von Opa. Ja. Ja, ist ja hier gibt es einen Fernseher. Ja, und? Wo noch? Sind die Hörner die Antennen? Kalt, ganz kalt. Und dann haben wir hier hinten noch einen, wo ich gerade die Tür zugemacht habe, wo wir ganz tolle Geräusche gehört hatten. Exacto mundo. Ja, wunderbar. Da gehen wir jetzt natürlich hin. Da gehen wir jetzt hin? Ja. Das ist der Weg, würde der Mandalorianer sagen. Lass das Klo einfach Klo sein. Da passiert nichts. Ahaha. Gott, die Steuerung. Entschuldigung dafür. Oh. Hallo? Was kann er da? Oh ja, hier die Hörner. Oh. Kaputt gemacht. So, können wir uns das nehmen jetzt? Oh, 3. Okay, ich lese eine 3. Ich auch. Ich schreibe eine 3. Wahrscheinlich ist das dann Teil des Codes. No, 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 not, not again, no, fuck, I can't feel my fingers. Ja, der Körper wird jetzt wirklich sukzessive. What is happening to my body? Das nennt sich Pubertät, kleiner Mann. Ach, jetzt kriegen wir überall die Hinweise? Glühbirne. I don't know what this could mean. There was a red light, but... Ein rotes Licht, aber es war alles dunkel. Dunkel. Keller, wa? Hatten wir da ein rotes Licht? Na, rote Tür, alles war dunkel. Ah, okay. Ich weiß jetzt nicht, wo noch eine Glühbirne. Uiuiuiui. Ah, gut, gehen wir mal zur roten Tür. Weil da waren wir ja noch nicht so oft. Oder? Aber da, wo der Stuhl mal die rote, ist. Da, wo der Stuhl ist. Weil da ist ja... Achso, das war ja vorher auch so. Weil da ist ja auch so eine Lampe. Genau, weil hier die Tür ist ja offen. Genau, und hier haben wir ja nicht so eine bewegende Lampe. Da, wo die Madonnas da stehen, da in der Ecke. Ja. Wo der Wanderstuhl ist. Ja, stimmt, der Wanderstuhl. So, ich würde jetzt nämlich sagen, hier... Die Lampe, die nicht mehr da ist. Shit. Mist. Haben wir hier noch eine Lampe drin gehabt? Oh. Nee, da war bloß der Fernseher, war, oder? Können wir überhaupt zurückgehen? Nee, das ist ja alles eingestürzt. Aber hier... Aha. Ja. Geh mal nochmal hin. Da gibt es... Okay. Ich hätte gedacht, ich muss ein Foto machen. Weil hier würde uns jetzt nur sagen. I won't be able to go back. Genau, wir können nicht zurück. Hier kann ich nicht interagieren mit. Schade. Aber es ist die einzige Lampe. Und drumherum ist auch dunkel.
Also die einzige Glühbirne. Hier ist nämlich auch nichts. Weil hier haben wir, also ich meine, die Lampen werden es jetzt hier nicht werden. Also nicht sein. Wir können ja auch nochmal kurz gucken, auf dem Dachboden. Ja, da war also ein Kronleuchter, der sich bewegte, ne? Ja. Weil hier haben wir auch keine Lamps. Hört auf damit, mich hier zu irritieren. Ich bin fokussiert auf eine Lampe suchen. Ich sehe gerade den zornigen Benny in so einem Haunted Mansion stehen. Hört auf, mich zu irritieren! Könnt ihr es wagen? Unholde! Hinfort! Hier, die Tür kriegen wir ja auch noch nicht auf. So. Irgendwas sagt mir, dass wir 25 Cent Pfand waren das gerade, Freundchen. Geld wächst hier nicht auf der Bäume. Tja, was ist eigentlich hier? Ach, das ist dieses ominöse Uhrenzimmer. Ich schätze mal, müssen wir tatsächlich, glaube ich, erstmal die Kuckucksuhren öffnen, um da irgendwie hinzukommen wahrscheinlich. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal hoch und gucken mal. Weil da kam ja was Schönes runter. Vielleicht war das ja ein Zeichen. I saw the sign. Und wir müssen halt hier. Vielleicht müssen wir auch komplett zurück. Das kann ja natürlich auch sein. Definitiv, du musst nach 1951 zurück. Martin, nee. Wir müssen nach 1951 zurück. Aber guck mal, weil hier war doch auch noch diese. Okay, schade. Aber hier war ja noch die wunderbare Tür. War hier nicht auch so eine Lampe? Das ist nicht drin. Das ist nicht dunkel drumherum. Ja, das ist richtig. Ich fotografiere jetzt hier alles. Okay. Also, das hat's auch nicht gebracht. Schade. Dann könnten wir jetzt noch unten. Oh, ja. Ja, ich geh runter. Ah, ist auch wirklich nicht mehr besonders subtil irgendwie. Meine Fresse. Ja, es ist ja. So, wir haben hier hinten noch die wunderbaren Räume. Okay. Abgeschlossen. Hier ist auch nichts weiter. Da auch nicht. Hier haben wir doch noch das Zimmer von John. Von dem Sohnemann, oder? Nicht öffnen. Oh. Scheiße, ja stimmt. Warte mal, hinten in der Ecke. Hinten in der Ecke. Lauf mal hinten rum. Was? Hinten in der Ecke? Genau, an dem Regal vorbei. Ah lol, ja stimmt. Oh no. Kann ich von hier auch schon ein Foto machen? Geht das? Schade. Jetzt hier bei der Tür? War da nicht irgendwie nur eine Lampe? Hör auf, ich mach jetzt hier von ein Foto, ist mir egal. Nee, auch eine normale Lampe nur. Scheiße. Ja, hier waren die zwei Safes. Was? Was? Oh. Was? Oh. Ja, die hat sich. Die ist. Das ist großartig. Oh. If you need the combination, you know where to find. Okay, das hatten wir glaube ich schon mal, aber hier haben wir ja das noch nicht geöffnet. Da sind wir ja auch gar nicht weiter. Da haben wir ja gar nicht weiter gesucht nach. Ist hier noch drin? Joseph Abram Lexdor. Ich lese Runenkarten, Tarotkarten und Kontaktiere. Geliebte, verstorbene Menschen in der Geisterwelt. Wegweisungen, Deutung, Führungen und Weissagung via Tarot und Runen. Wähle 212-56-544-84-512. Lügner. Krass, okay. Liar. Charlatan. Okay, also so, hier. Dr. Max lacht sich ins Fäustchen irgendwie. Wir sind voll rum. Nuben hier. Aber hier mit dem Rot finde ich gar nicht so verkehrt. Ja, bin ich ehrlich. Wäre schön gewesen, aber scheinbar nicht. Oh, ich habe gerade ganz kurz einen Schreck bekommen wegen dem Ventilator da vorne. Weil der hier so durchgemogelt war. Weil hier kann ja eigentlich auch nichts mehr sein, genau. Ja, so ein Ventilator hätte ich jetzt hier einer bei mir. Ja, bei mir sind es ungefähr so gefühlt 82 Grad. Oh, da war er. That piano is blocking the front door. Cool.
Haben wir uns ja noch gar nicht. Ach ja, das war ja hier mit der Musik, ja, wunderbar. Oh, funktioniert nicht. Sehr gut. Ha! Weil jetzt haben wir doch. Haben wir jetzt alle Räume durch? Also, wir haben noch den kleinen Mini-Tipp. Eine Glühlampe abgebildet, das ergibt keinen Sinn. Ich sag mal, ihr müsst nicht mit einer Glühlampe interagieren. Das ist aber auch schön. Ja, ja, wäre halt nicht spoilern. Das finde ich auch cool. Mit Lichtschalter? Nee, meint jetzt nicht irgendwie die Tipps, sondern halt einfach, es ist natürlich fies, ne? Du hast halt eine Abbildung von einer Glühlampe, also suchst du eine Glühlampe. Wir können noch mal ganz kurz in das Büchlein schauen. Wo ist mein Büchlein? Hier. Liebes Tagebuch. I don't remember drawing any of these. Kann man das umdrehen? Am I going insane? Nee. Leider nicht. Was wäre, dann können wir denn alle Sicherungen ausmachen, dass es duster ist? Im Keller kann man doch den Generator ausmachen, oder? Oh, das ist auch eine gute Idee. What the hell am I doing? Aha. Oh nee. Oh nee, Jojo, warum hast du denn. Warum musst du recht haben? Oh. Und wir müssen kein Foto machen. The doorbell. Die Türklingel. I gotta get to the front door. Da, wo das Piano davor steht? Na wunderbar. Ich komme. Einen Moment. Bin gleich da. Ich sehe nichts. Fuck you! Alter! Alter! Oh. Ja, das Foto wollen wir natürlich entwickeln und natürlich ist es verbrannt. Hey. Du kannst doch jetzt hier nicht einfach da stehen und mir hier die Tür zumachen. Fräulein. Hat die Stift nicht gekriegt, Benny? Doch. Aber ich bin innerlich tot? Ja. Ich will gerade nur zu dieser Scheißtür. So, bis hierhin komme ich irgendwo. Warte. Ja, ring. Guck mal, da leuchtet es auch rot. Oh. I'm coming! Warum? Button? Also, warum sieht das jetzt so aus? Ich hab immer das Piano weggeräumt. Können wir jetzt einfach raus? What? Oh no. She's playing with my mind. There is no scary details. Photographs of the dismembered limbs of her victims. Apparently, the woman photographed the corpses while mutilating them. It is still unclear whether the photos were part of the ones she was carrying out. Was passiert hier? Or if she simply took them. Laid his body in such a way that his face. Der Stift aus sagt die Fallen hier. Ja, ist ja gut. Ja. Für mich irgendwie so beschuldigt. So eigentlich die stillschweigende Anschuldigung. Ja. Kannst du bitte deinen Mund halten? You. There are no numbers on this one. Was muss ich denn machen? Ich habe leider gerade nicht mitgelesen und habe keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Ich hoffe, Stevie, du hast zugehört. Er sagt nur du. Okay. Wir haben kein Spiegelbild. Und ein Strick. Interessant. Ach ja, stimmt. Ist mir ja gar nicht aufgefallen. Oh, alles klar. You. Ja. Können wir denn hier irgendwo anders noch hin? Lol. Wir können in jede Etage, Stevie. Nein. Wir sind einfach nur in die fünfte gefahren. Dann fahren wir runter. Oh. Oh, Karte. Sie sehen? Was? Nee. War eine rote Karte zwischen den Etagen. Also ein Foto. Madison mutilated his body in such a way that his face was unrecognizable.
His body was found in pieces inside the well along with the other corpses. So far, his left leg and three fingers have not been found. The first victim was her own 75-year-old father. Madison mutilated his body in such a way that his face was unrecognizable. Okay. His body was found in pieces inside the well along Henry with the other corpses. Louis Schmidt. Boah, war der Schmidt. Wen haben wir hier? Angela Watson? Jackson A. Pelson? Evan Grayson? So far, his left leg and three fingers. Helen McKenzie? Christian Smicht? Smicht. Und hier ist irgendwas, wo ich durchgucken kann, was ich... Müssen wir jetzt... Robert Hall, das... Den suchen wir. Und jetzt müssen wir was machen? Kannst du ein Foto davon machen? Ja. Sounds like something is moving. Okay, da haben wir eine 4, eine 3, 2, 1. Fahren wir in die zweite, würde ich sagen, oder? Okay, kannst, warte mal, kannst du mit der Säule agieren? Kannst du irgendwas machen? Nee, ich konnte jetzt nur anklicken und dann hat er gesagt, da hat sich was bewegt. Dann ab in die zweite. Oh Gott! Müssen wir jetzt hier irgendwie... Chat schreibt doch gerade irgendwie ein Foto davon machen und auf in die zweite. Oder drei. Das ist immer eins in den Löchern. Ach, das ist... Immer! The second victim was her 71-year-old mother. Okay. Was? Ich habe keine Ahnung. Ich würde jetzt sagen, ja. Es hat Ding gemacht. Einfach sonst dumm fotografiert und Jackpot gehabt oder was? Schön. Na denn, habe die drei? Ich glaube zwischen der vierten und fünften war das Bild oder zwischen der dritten und vierten. Okay, hier ist es jetzt noch nicht gewesen. 27-year-old man. His head with a sharp object repeatedly. The young man died instantly. His body was dismembered as well. Nein, das war's nicht. The third victim was a 27-year-old. Ding! Und wie gehen wir zurück? Ist mir egal. guck doch wenigstens hin. Wirklich? Ja, naja, will er wenigstens den Namen kennen. Wir können nicht reingucken mehr. Das heißt, ich kann nur reingucken. Okay, jetzt mache ich gleich für dich. Im vierten... Also guck mal wegen der Karte jetzt an. Die ja, ja, vielleicht. Ich bin schon bewaffnet. Super. Mission eines Luxus hat der Mann. Ja, 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 ja. Ich bin überhaupt auch gar nicht angeschrieben. Oder? Madison stabbed her at her own front door. Neighbors witnessed her dragging the body into George Brown. Ja, der wird's sein wahrscheinlich. 13 Teile zerteilt. Hör mal auf, Alter, was ist los aber mit ihr? Körper der Frau. Also George hört sich nicht für mich wie eine Frau an. Das ist jetzt sehr sexistisch. Och, George kann auch eine wunderschöne Frau sehen. Was kann ich denn hier? LOL! Aha, schau mal. Ich weiß nicht, ob ich da reingucken möchte. In Jimmy. Tja. Das könnte sie sein. Können wir hier nochmal kurz gucken? Krass, was wäre denn, wenn wir jetzt den Hammer nicht bei ihr gehabt hätten, oder? Das wäre, glaube ich, Try and Error, glaube ich, gewesen, oder? Ashley Smith! Okay, ich würde sagen, das ist die hier. Ja. Drück doch! Dr. Max sagt, du hast falsch fotografiert. Was? Wir müssen nochmal in die dritte. Niemals!
Niemals. Jetzt ernsthaft? Und hier müssen wir wahrscheinlich einen Spiegel fotografieren. Das ist halt ekelhaft, aber fahren wir erstmal in die dritte nochmal runter, bevor wir uns hier irgendwie... Wieso hab ich falsch fotografiert? Was? Wie? Wo? Das war das, wenn du einfach so in den Raum fotografiert hast. War das nicht die zweite? Was, die zweite? Was? Zur Hölle. Okay. Wie sind Gimmick, ey. Sind jetzt in der zweiten? Ja, wir sind jetzt in der dritten. Du hast gesagt, du willst in die dritte. Und hier kann ich nicht mehr reingucken. Dann wird es in der zweiten gewesen sein. Kann ich hier noch? Okay, warte mal. Dann gehen wir mal in die zweite, weil hier... Ich bin ehrlich, der Kahn, der trollt doch jetzt rein. Der will doch jetzt nur einen Jumpscare auslösen oder so. Ohne es böse zu meinen. Ich sehe hier nix. Ist das nicht richtig? Ah, shit. Okay, tja, also ich kann das nicht als Indikator nehmen. Verdammt! Hämmerchen frei. Alles gut, ist dein Sarg. Kein Problem. Okay, dann ist deiner. Also, dann kann ja eigentlich nur noch der da sein. Alter, jetzt geht das Licht an. Ja. Okay. War doch kein Troll. Ich nehme alles zurück. Ab in die fünfte. Drei hast du auch falsch und vier auch? Was? Ja, alle zwei Spieler. Warum passiert denn das hier jetzt andauernd? Das ist aber, finde ich, ein sehr cooles Gimmick irgendwie, weil man halt eigentlich immer denkt, dass der Fahrstuhl wie so ein Ladezyklus ist, ne? Machen wir den Spiegel, genau. You. Ruhig dich. Nee, kann ich. Nee, kann ich noch nicht. Anscheinend steht hier. Weil hier sind auch überall zum Beispiel Löcher, guck mal, weil irgendwie ist das noch nicht so richtig stimmig. Weil ja. Die hier unten sind übereinander, also wahrscheinlich 1 und 2, gehe ich jetzt mal von aus. 3 und 4, das ist noch nicht richtig. Da müssen wir nochmal ein Kniepscherchen machen. Menno! Ey! Wir müssen erstmal zuhören, welchen wir da überhaupt suchen wegen den Jahrgängen. Und ob Männlein oder Weiblein. Mojo, Schaltkarte, da waren auch die Polaroids an der Wand dahinter. Vielleicht ist das ein Indikator. Was? Da waren die Polaroids an den Wänden. Vielleicht ist das ein Indikator. Okay, war ein 27 Jahre alter Mann. 27. Das ist nicht 27. Nee. Maybe I can break the wall with something. Ja, wie wär's mit dem Hammer, den wir schon zweimal benutzt haben? Ah! Klatsch, klatsch! Und. 27. Drake Fletcher. Okay, dann Drake Fletcher ist. So, mal ran. In die 4. Genau, ich wollte mich gerade gucken, welche Etage wir überhaupt sind. Weil die 4 war das 4 nicht richtig? Weil es war doch die Frau, oder? Aber die ist 2001 gewesen. Warte mal, pass mal auf, die wird bestimmt älter gewesen sein.
Hoffman's body was found unrecognizable in more than 13 pieces. Weil hier war die Lynn. The final victim was a 35-year-old woman. 35 Jahre alt. Ah, das ist aber blöd. Ja, das ist jetzt aber ganz un... Das ist ja gar nicht gut. Ist aber unfair jetzt. Weil die ist 2001. Oh, die hat gar kein Geburtsjahr. Oha, okay. Und hier ist ein Mann drin, ne? George. Ja, dann kann es ja nur noch die hier sein. Okay. Ja. Also, wir gucken jetzt mal in der 5 nach. Ob das jetzt auf der Mittelsäule hat sich was gedreht, also... Ja, ja, das dreht sich ja immer, weil... Der jetzt fängt er auch schon mit dem Juju an. Oh, vielleicht ist... Ja, okay, dann haben wir wirklich jetzt alles getroffen. Oha. You. Versuch was wert. Wie ich. Hallo? Was? Das ist ja schön. Das ist ja schön. Und ein Schlüssel. Ein Uhrenschlüssel. Stimmt, jetzt kommen wir in den Uhrenraum. Genau. Wie kommen wir jetzt wieder zurück? You. Ach, auf G, ne? Dann kommen wir wieder zurück in die Wohnung. Haus. Also ich muss aber tatsächlich mal wirklich sagen, das Spiel ist halt wirklich... What? Ein Arschloch. Ein echtes Arschloch. Oh, ich bin ganz ehrlich, ich habe zum Glück gerade in den Chat geschaut und habe mich extrem nur erschrocken durch die Sound. Ich habe direkt hingekickt. Okay. Aber das Spiel macht echt eine Menge... Richtig, irgendwie. Man hat doch das Gefühl, dass man jetzt nicht das alles schon x-mal gesehen hat. Also das fühlt sich für mich relativ frisch an. So von dem dramaturgischen Aufbau, von den Jumpscares etc. irgendwie. Wie ist das für dich, Ben? Sehr, sehr stressig. Aber ja, also sind auf jeden Fall krasse... Also die Atmosphäre ist sowieso krass von dem Spiel. Und die Jumpscares auch. Also das Gesamtbild ist einfach heftig. Ja. Also vor allem, du weißt halt auch einfach nicht, wie geht das jetzt aus? Und wie ist nicht vorhersehbar, mit anderen Worten. Oh, ich sehe es doch gleich, komm, hier kommt doch jetzt die Alte wieder, oder? Oh, Mann! Scheiße! Wir gehen einfach weiter. Kommt jetzt können wir jetzt den Generator eigentlich wieder anmachen? Bis? Kommt jedes Mal, wenn du ein Foto machst? Nicht. Mal ein Foto. You. No. You. Hab ich doch gemacht, aber kommt nicht jedes Mal. Zum Glück. Na gut. Wirklich zum Glück. So, erst Tür aufmachen. Erst Generator. Turn the power back on first. Ich wollte gerade sagen. Möchte Luca Generator anscheinend auch. Ist aber krass, dass überall so ein Notlicht angeht. Pass auf, jetzt geht er nicht an. So, okay. Oh, Licht. Schon. Mein Freund. Ja, Licht so viel ist gut. So viel Licht ist jetzt aber auch nicht hier. So. Na, besser als. Ja, Licht. Besser als. Natürlich. Das, da gebe ich dir recht. Natürlich. So, okay. Da hat's ziemlich geklackert drin. War so klar. Ah, schön. Zirkus-Tapete. Und it's going down. Oh nein, Alter. Ein anderer Kellerzugang. Oh, Scheiße. Nee, komm, geh. Hey, hör doch auf, ich wollte die Kamera gerade nur rausnehmen. My body. Ja, hör doch auf. My hands. This is what the priest was talking about. Ja? That thing is... That thing is feeding off of me. Sie sündigt. What the fuck does this even mean? The house is full of clocks. Ja. Nee, aber wir müssen auf TikTok gehen und danach der Lösung suchen. Ja, das wäre auch krass. Bitte gehen Sie jetzt auf TikTok, auf den Kanal. Och Gottchen. Was ist das? Welchen Ständer dafür benutzen? Schloss? Okay. Ja, ich würde mal gucken, ob ich jetzt noch den hier nutzen kann. Jawohl! Nice, multifunktional. Was haben wir denn hier Feines? Combination. Nine left. 11. Ja, I don't know.
9 links, 11 Fragezeichen, okay. Schade. Hm. Weil die andere hast du ja noch, ne? Ja, das war 4 rechts, 8 links. Okay, also die One kann ich, da kann ich nichts mitmachen. Grandpa used to work in here. Ja, und das heißt jetzt was? Bewegt sich denn eine Uhr normal? Ja, die bewegen sich alle normal. Hm. Aber die sind alle... Außer die hier. Sind die alle gleichgestellt? Oh. Obwohl, nee, warte mal, die sind auch gleichgestellt. Das muss glaube ich auch so eine Hölle sein. Irgendwie. Wenn du in so einem urnahen arbeitest, du musst alle zur Sommerzeit umstehen. Oh! Alle Uhren! Die bewegt sich nicht, oder? Doch. Abgeschlossen. Ja, jetzt ist hier unten auch nochmal abgeschlossen. Oh Mann. Nächste Tür wieder finden. Da sind Polaroids auf dem Boden. Achso, heißt jetzt hier, ich soll mal... Ein Foto machen, ja. Okay. Das sieht aber nichts. Okay. Muss ich näher an die Tür? Wirklich? Also, so, Chat schreibt, ich sage nur, ihr müsst mit den Uhren im Hintergrund und den Kuckucksuhren interagieren. Hm. Mit den Uhren im Hintergrund und den Kuckucksuhren interagieren. Oh! Oh! Menschenskinder, ey. Kleines Mistding. Es wird doch nicht, ab, man stumpft doch nicht ab, wa? Irgendwie, das ist einfach immer nur schrecklich. Dann gehen wir jetzt nochmal in den Uhrenraum. Also ganz... Also das Rätsel... Also... So ganz verstehe ich das Rätsel noch nicht so wirklich. Bin ich ehrlich. Was zeigt die denn hier an? Ah, okay. Halb zwei. Die zeigen alle halb zwei an. Die nicht. Und die, die halb zwei anzeigt... Sind wir die auf dem Dachboden? Bei dir auf dem Dachboden, genau. Halb zwei, halb zwei, halb zwei. Und hier an der Seitenwand ändert... Hörst du jetzt auf? An der Seitenwand ändert sich die Uhrzeit. Guck mal, weil die hier an der Wand gehen alle bis zu halb zwei. Ja. Und ab hier, ab der Wand, Seitenwand, ist es halt nicht mehr halb zwei. So, und die Wand? So wieder anders. Stimmt. Ist auch wieder anders. Und hier haben wir auch keine halb zwei Kuckucksuhr. Du bist eine andere, okay. Ist auch nicht halb zwei. Die ist 10 Uhr. Das ist 11 Uhr. 11 Uhr, scheinbar. Stimmt. Und die hier, hier haben wir aber auch zum Beispiel halb neun. Naja, halb zehn. Halb neun, sag ich schon. Weil wir hatten doch vorhin auch eine andere Uhr, die halb zehn gezeigt hatte. Naja, wir können doch oder? Die Uhr nicht öffnen irgendwie. Also, wenn man jetzt wirklich irgendwie einen Knopf an der Uhr drücken könnte, dass man die Uhren in einer bestimmten Reihenfolge drückt irgendwie. Oder aktiviert. Das wäre jetzt für mich ersichtlich. Aber ja, vor allem auch, weil wir die Uhren ja nicht, wir können die ja nicht stellen. Der Doktor schreibt gerade, wir können uns mal den Tresor ansehen. Welchen? Wir haben zwei. Geh erstmal in den Raum, wo der Tresor ist. Also ist knackig tatsächlich irgendwie von den Rätseln. Ich meine, gut, wir sind halt auch blöd wie ein halber Meter Waldweg, aber ist knackig. Da gebe ich dir recht. Ich mache hier ein Foto vorsichtshalber, man weiß ja nie. Verzeckt wie? Wie ist es denn eigentlich hier? Da ist 5. Oder 10 nach 5. So, weil hier sind... Was ist das denn hier eigentlich? Einfach nur eine Rufnummer? Do not contact Rangers. Okay. 555 Schuh. So, jetzt könnten. So, jetzt können wir probieren, ihn safe mal aufzumachen. Stevie, du hast aufgeschrieben, was? Ich habe 9 links, 11 rechts, 1, 8 2, links. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und 11 rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und 8 links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 links. Dann geh ich ja falsch rum jetzt gerade. Hm? Nochmal. Was war jetzt die erste Zahl? 9 links, oder was? 9 links. Lol, dann bin ich die ganze Zeit falsch rumgelaufen, du Naseweiß.
Willst du denn halt. Icke? Warum sagst du mir nicht Bescheid? Du siehst doch meinen Monitor, du siehst doch das Spiel. Ich bin hier immer noch, ich zitter noch von den letzten scheiß Jumpscare hier irgendwie. Acht. So, dann 11. Rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, links und rechts 9, üben wir nochmal, wa? 12. Und jetzt bitte 8 links. Also nochmal von vorne, ich habe nämlich vorhin am Anfang 8 links gemacht. Meine Fresse. Fokus, Steven, Fokus. So. Ja, dann konzentriere ich mich jetzt mal. Also, 9 links. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, meine Fresse. Jetzt. 11 rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und jetzt 8 links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann ist es wohl der andere Safe. Okay. Oh, das war ja jetzt hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oho. Meine Fresse, das war jetzt aber auch eine schwere Geburt hier. Ja, das war doch aber einfach. Das war doch eine ganz einfache. Total einfache Nummer. Fakt intuitiv ist doch nicht flattert. Ey. Oh ja, danke lieber Chat. Ich glaube, ohne euch werdet jetzt hier noch 3 Stunden young. So, dann. Take a look. Was haben wir da? Wir haben da eine Uhr. Oh, ich muss gerade den Chat nochmal sehen. So, hier, währenddessen kann ich den Chat wenigstens lesen. So, hier ist Stevie, hier. Warte. Your turn. So, bist du so mit so einem Zettel. So, jetzt kannst du mal lesen. Mach mal. Les mal. So ein Arsch. So, John, mein Sohn. Ich bin alt geworden und war schon so lange auf dieser Welt. Ich bin stolz darauf, was für ein Mann du geworden bist. Und ich bin so glücklich über die Zeit mit meinen beiden Enkelkindern, Luca und Chanel Nummer 5, die du mir geschenkt hast. Ich schreibe diesen Brief, damit du eines Tages das alles verstehen kannst, was mir gerade durch den Kopf geht. Um die Geschichte zu widerlegen, dass ich ein alter Wirrkopf sei. Gott existiert und Satan ebenfalls. Mein ganzes Leben lang wollte ich nicht daran glauben. Doch mit der Zeit wurde mir klar, dass ich völlig falsch lag. Deine Mutter ist überhaupt nicht krank gewesen, doch ich konnte ihr trauriges Ende nicht abwenden. Es mag weit hergeholt klingen, aber Blue Knees ist real. Keiner von den Fachleuten konnte die Ursache für ihren Zustand herausfinden, ganz zu schweigen von einer Behandlung, um ihr diesen Kampf zu erleichtern. Ich wünschte wirklich, dass ich in der Zeit zurückreisen könnte, um ihr zu sagen, ich glaube dir. Ich versuchte 15 Jahre lang Kontakt mit dir aufzunehmen. Ich wollte nur noch ein letztes Mal mit dir reden. Bald werden wir uns wiedersehen und dann kann ich sie um Vergebung anflehen. Diese Einsamkeit erinnert mich täglich daran, wie schwer das Leben ohne meine liebste Person auf dieser Welt geworden ist. Wenigstens kann ich ihr Gesicht in jedem Raum dieses riesigen Hauses sehen. Überhaupt nicht gruselig. Was das Buch angeht, ich habe versucht, es zu verbrennen, es zu zerreißen, es zu vergraben. Das war alles vergebens. Irgendwie kommt es immer wieder zurück. Deshalb bewahre ich es jetzt unter Verschluss auf. Ich werde nicht zulassen, dass sich die Geschichte wiederholt. Danke, dass du für mich der Sohn warst, den ich mir immer erträumt hatte. Und liebe, dein Papa, Albert Maxwell. Tja. Oftmals kommt Einsicht zu spät. Ne? So, jetzt haben wir besagte Uhr und jetzt könnten wir die Uhr mit der Kuckucksuhr wahrscheinlich kombinieren, die diese Uhr anzeigt. Diese Uhr zeigt, anzeigt. So rum. Was wird denn hier angezeigt? Oh! Oh, guck mal! Tada! Diese Uhrzeit. Hatten wir denn eine Kuckucksuhr, die diese Uhrzeit anzeigt? Oder können wir jetzt eigentlich die Kuckucksuhren einfach quasi. Also könnte ich das jetzt hier einfach reinsetzen? Achso, dass sie sich auf diese Uhrzeit stellt. Oh, kleiner, blöder Wichservogel. Arschlochvogel. Dann wird mal gleich zum Touretta hier. Ist ja fürchterlich. Jetzt ist aber die Frage, war das jetzt richtig, was ich gemacht habe? Ich würde das jetzt nochmal tauschen wollen. Einfach auf Nummer safe gehen. Ach Gott, ja. Ach du Scheiße. Na, das ist ja ein Traum. Oh Gott, warte mal, jetzt geht's doch wieder los. Na, wir müssen jetzt die Uhren quasi finden, ne? Die an der Wand steht, die diese Uhrzeit anzeigt. Ah. Im Uhrenraum, damit sich diese große, die eine Tür halt öffnet. Okay. Hatten wir denn im Uhrenraum diese Uhrzeit, die jetzt unten dargestellt ist?
Weißt du das noch? Also ich weiß nur halb zwei. Ja, nee. Ad hoc würde ich jetzt sagen, nee, aber wissen tut's jetzt nicht genau. Alter, der scheiß Ventilator, ey. Ja, ja, der hat mich vorhin schon. Bitte wie? Ja, alles gut. Da war nix. Grade, ich hab jetzt auch gerade irgendwie rumgeträumt. Ja, das ist ja. Bitte, du, das ist wieder war nix. Das war einfach nur ein Bug in deinem Sound. Oh Gott, war das schlimm. Okay, also ich würde jetzt erstmal sagen, wir gehen mal kurz unten gucken. Und dann schreibt sich der Stevie kurz mal in sein Notizheftchen, auf welche Uhrzeiten wir suchen. Ja, weil für diese Wand suchen wir die halb zwei. So, warte mal, schau, die Kultur steht auf. Ohne Reflexion, sehr schön. Was ist das? 20 vor. 16.20 Uhr. Ja. So, und aber ich bin der Meinung, dass wir. Genau, das ist halb zwei. Genau, richtig. So. Hier haben wir die Wand, die 10 nach 5 zeigt. Und eine Kuckucksuhr, die. Was ist das? 20.45 Uhr? 3 für Lachter. 19.45 Uhr. Gut. So, dann haben wir die Wand, die uns. Dann 12.25 Uhr. Oder 0.25 Uhr, je nachdem. Okay. Und hier haben wir die Uhr, die. 8.20 Uhr. Okay. Und hier haben wir. Die halb 10. Halb 10, ja. Und die Uhr, die. 12 Uhr. Okay. Oder 23 Uhr. Also ich würde dann erstmal die safe Variante nehmen, wo ich schon weiß, dass das ja passend müsste, wäre das auf dem Dachboden. Weil das ist ja, ne? Das ist ja die halb 2 Uhr. Was? Benny, seine psychischen Kräfte verlieren langsam ihre Kräfte? Benny, seine psychischen Kräfte verlieren langsam ihre Kräfte. Was? Wie? Ach, der will nur kuscheln. Ja, nee, ist klar. So, wir nehmen jetzt den Kuckuck hier. Oh, jetzt kommt hier gar kein Kuckuck raus. Okay. Nehmen den jetzt nach da unten. Und positionieren den erstmal. Hast du dir denn aufgeschrieben, wo der rote, wie viel Uhr die Kuckucksuhr im roten Raum? Warte. Wo wir quasi angefangen haben und. Nee, das war irgendwas. 1 Uhr noch was irgendwie. Okay, also aber keine Uhrzeit, die uns jetzt hier weiterbringt. Naja, das kann 1.30 Uhr gewesen sein irgendwie, aber das war nicht 30, das war irgendwas ungeradet irgendwie. So, wir machen jetzt einen Speedrun. So, du bist? Wie bist du denn? Das ist 12.25 Uhr, die brauchen wir. Und zwar, okay. Das ist an der einen Wand, an der dritten Wand. Okay, dritte Wand. We coming. Also, wenn du runterkommst, die rechte Wand. Die dritte Wand halt. Eigentlich. Ja, sorry, habe ich auch gerade gemerkt. Oder muss ich jetzt da kurz mal austreten? Ja, die Windeln kurz mal wechseln und den Eimer entleeren. So, da sagst du hier, die hier. Hast du das? Ja, hast du das? Ich hab die wie richtig aufgeschrieben. So, jetzt haben wir 8.20 Uhr. 8.20 Uhr hatten wir hier aber noch. Die brauchen wir doch, die brauchen wir. Hier? Ach nee, die hat das mir angesagt. Entschuldige bitte. Nee, das war die angesagte. So, also haben wir 12.25 Uhr jetzt schon? Nee, weil wir haben ja noch vorne. Die halb halt zwei haben wir und wir haben die 12.25 Uhr schon, oder? Welche Uhrzeit hast du jetzt gerade eingelegt? Na, die du mir jetzt doch gerade gesagt hast hier, die. Alter, wir sind so zwei Spatzenhörner, Alter. Wir ja, uns mal du hast ja gerade gesagt, eine zu mir, Minute die auf der rechten, merken können. Die auf der rechten Seite der Wand da steht, hast du gesagt. Genau, richtig. So. Also dann war es 12.25 Uhr. So, und hier haben wir 9.30 Uhr, die brauchen wir auch. Das ist die vierte Wand. Ey, manchmal kommt dieser Kuckuck da raus und manchmal nicht. Ja. Jedes Mal, wenn ich mich drauf vorbereite, kommt der nicht und wenn nicht, dann kommt er. Ja, lieber Mann. Doktor, um mal Benny kurz in Schutz zu nehmen, es ist wirklich irgendwann, du bist durch mit dem Kopf irgendwie.
du glaubst ja nicht, wie oft ich links und rechts verwechsel im Spiel. Das ist Benny, du musst links lang und rechts lang irgendwie. Das ist halt. Das passiert irgendwann. Das passiert. Ja, passiert mir aber auch so. Bin ich auch ganz ehrlich. Nee, hinter dir, die vierte Wand ist halt. Die hinten in der Ecke. Die hier? Genau. You know. Okay. So, jetzt brauchen wir bloß noch. 17.10 Uhr brauchen wir jetzt noch. Oder 5.10 Uhr. Also die hier, oder was? Ne, die haben wir ja schon. Genau, ne, die Türwand brauchen wir. Wie, die hier? Ja, stimmt, hast du recht. Die auf der anderen Seite steht. Ne, hier, Tür. Die meinst du, die, oder? Die links von der Tür. Da war noch irgendwo von der Tür oder irgendwas. Ne, weil hier vorne haben wir die Uhr. Die plus drei Stück da unten. Dann haben wir die Uhr. Die Uhr und die Uhr. So, und die Uhr ist hier, die haben wir schon. Die fehlt uns denn noch. Ist die aber dann? Die fehlt uns noch. Genau, die fehlt uns. Weil also, das ist ja die. 5.10 Uhr brauchen wir. Genau. Und ich habe ja, dabei habe ich nur noch. Hä? Die, okay. Nee, das ist aber nicht die richtige. So. Haben wir waren wir im Hauptflur schon? Nee, ne? Also kurz vor dem Wanderstuhlzimmer? Nee, ja doch. Doch, ja. Da war, also, da wo Opa hängt. Da waren wir gerade. Wo dieses ovale Opa-Bild ist, was wir ganz, ganz am Anfang mal hatten. Aha. Sprich, die hier. Das haben wir schon gemacht. Das haben wir schon gemacht. Genau. Hier war ja, glaub ich, keine weitere Uhr. Hier glaube ich ja auch nicht. Nope. Der Doktor schreibt Dachboden. Haben wir nicht auf dem Dachboden die halb 2 Uhr gefunden? Da haben wir eigentlich die halb 2 Uhr gefunden, aber wir können uns gerne trotzdem nochmal, weil kann ja auch sein, dass wir das die eingesetzt 5.10 Uhr haben. Rausgenommen haben. Genau, und das wieder verrafft haben. Würde mich nicht wundern. Bei unserem Gameplay. Oder haben wir hier noch eine Uhr? Nee, glaube ich, aber keine. Nee, ne? Nochmal kurz gucken. Oder hier nochmal rein. Ach, guck mal, wir können rein. Ja, hier waren wir ja drinnen und hier hatten wir stimmt, ja auch mal was. Ja, richtig. Hier war der Tagebuch, genau. Mit der Omi, mit dem Medaillon. Aber hier war dann, genau, Planeten. Okay. Nee, dann gehen wir nochmal an den Dachboden, weil kann ja wirklich sein, dass wir auf dem Dachboden. Hatten wir auf dem Dachboden 2 Uhr? Oder im Keller. Aber ansonsten würde mir nämlich nur noch der rote Raum einfallen, also da, wo wir ganz am Anfang waren. Weil die haben wir ja noch da gelassen, die Originale. Okay. Ja, wenn wir rausgekommen sind, wo der Safe Room war, da war das erste Ding und das habe ich doch auf Spaß mal gewechselt. Ja, ja. Ja, weil das ist nicht. Nein, das ist nicht. Weil hier haben wir sonst. Verdammte! Tolle Sache! Toll! Schön programmiert, schön! Ich muss kurz was trinken. Ach Gott, Alter. Ey, tut mir wirklich leid, dass ich das ausfallen werde, aber ich krieg das nicht anders kompensiert. Ich muss ansonsten den Stift kaputt machen hier. Oh, ey. Und das Schlimme ist, es ist so dermaßen heiß hier in diesem Raum. Das sind hier schon 130 Grad. Okay, komm, wir gehen. So dermaßen Albträume haben von diesem Shit, ey. Wirklich. Gut, also hinten nochmal in die Ecke und gehen. Ja, wir gehen jetzt nochmal und werden bestimmt nochmal von Mutti überrascht. Dass wir auch hier noch nicht reinkommen. Das ist auch so. Und auch in diesen John. Das ist Muttis Zimmer. Ja, oder auch hier. So, dann gehen wir jetzt hier nochmal hier hinten gucken. Ob wir jetzt da. Was suchen wir überhaupt nochmal? Hast du 10 nach 5, ne? Genau. Mal ein Foto vorsichtshalber, man weiß ja nie. Foto. Wo bist du? Das sieht gut aus, das ist 10 nach 5. Ja, wir hätten die von vornherein mitnehmen können, ey. Was? Hör doch mal auf. Komm, wir haben sie. Wollen wir mal ein Foto machen hier, bevor Mutti kommt? Oh. Ach nee, ist ja Oma. Ja, auch interessant, sag mal, kriegen wir nachher eigentlich noch eine zweite Kombination für den Safe? Also für den zweiten Safe? Weil bis jetzt haben wir ausschließlich was für den ersten nur bekommen. Ich will da nicht, wonach kommen, Mutti, jetzt sei doch nicht so. Was ist denn? Das ist doch eine schöne Wohnung. Braucht man halt einfach mal 3 Wochen, um da durchzustaubsaugen. Ist doch kein Problem, na sag mal.
warum gehe ich denn jetzt hier an dem Raum vorbei? Ich bin schon so brain AFK. Ja, das ist halt schlimm. Einfach ein Schutzmechanismus. So, gerade, ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufen wollte, aber. Der Vogel sieht ein bisschen aus wie Pitti Platsch. Nur als Vogel. Das Wort finde ich auch mal unheimlich. Ja, ist okay. Stress doch mal nicht. Alter! Hör doch auf! Das ist überhaupt nicht unangenehm. Das ist überhaupt nicht unangenehm. Hallo? Gehst du jetzt auf? Ey, nicht so rumknarzen hier. Warum kriegt die sich hier nicht mehr ein? Okay. Na, dann schreibt ihr mal auf. Eine Null. Eine nice Null. So, wo war das? Das eine war eine 3, jetzt haben wir eine 0. So, wahrscheinlich habe ich mir damit auch schon meine Fahrer selbst verantwortet mit der zweiten Safe-Kombination. Oder es ist das für das Vorhängeschloss beim Opa, wo immer schön geklopft wird. Jetzt müssen wir Zeiger finden. Das ist, also, weil, ne? Finden wir Zeiger. Oh, was ist das? Kann man da durchgucken? Was ist denn für eine Uhr? Oh, so Quatsch. Ich höre hinter mir ganz viel Zeugs. Warte mal. Können wir hier das Gewicht jetzt hier ranhängen? Ja, das sieht gut aus. Echt? Ach komm, das ist doch aber naheliegend. Chat schreibt, du bist hier fertig. Aber warum haben wir denn das Gewicht? Also, jetzt erschrecke ich mich vor meiner eigenen Hand. I can't take this anymore. Ich muss da immer von ihm hören. Und, muss man mir die Finger waschen. My whole body is going numb. Oh. Why is this happening to me? Diese ganzen Steps, die er durchmacht. So fühle ich mich, wenn ich mit meinen Jungs am Samstag ein abbeiße. Den ganzen Samstag, den ganzen Sonntag fühle ich mich so und den ganzen Montag. Oh. Meine Hände sind so taub. So, das sieht nach einer Kombination aus. Genau, ich lasse dich mal für ein paar Minuten kurz alleine, weil ich muss mal ganz kurz wohin. Und du kannst mit dem Chat überlegen, weil daraus sollen wir wahrscheinlich die Kombination für den roten Safe finden. Bitteschön. Das ist doch aber easy peasy, hör mal. Und zwar nach links müssen wir. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Zweite in der Kombination nach rechts ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die letzte ist viermal nach links. Seht ihr das genauso, Chat? 11 mal links, 7 mal rechts, 4 mal links. Zählen nur Rotmarkierte, das Rotmarkierte wäre fies. Zählen wir mal die Rotmarkierten, 1, 2, 3, 4, 5. Jo, haben wir mal 2 Kombinationen. Also 5 mal links. 1, 2, 3, 4. 4 mal rechts. Und tatsächlich, oh ja doch, schau mal, tatsächlich 4 mal links. Wäre schon eine Option. Zeig mal so, wir haben jetzt beide Kombinationen aufgeschrieben. Wir lassen Benny mal rausfinden, welche richtig ist. So, du hast den Code rausgefunden, sagst du? Ja, ich habe so ja 2 Varianten. Haben wir für du mich. Hast 2 Varianten für ja, mich? Ja, wir haben okay. So 2 Varianten. Na, dann gucken wir doch mal, welche Varianten wieso hast du 2 Varianten? Naja, weil ein paar davon rot angestrichen waren und ein paar waren grau. Also, wir haben jetzt alle grauen gezählt, alle grauen und roten und nur alle roten. Okay. Das ist die große. Okay. Jetzt wäre halt die Frage, dass du rot zu rot gehört? Oh, was ist aber hier Polo? Man weiß ja nie. Ja, eigentlich jetzt nicht. Also rot zu rot, ne? Ja, roter Safe. Okay, wir probieren es mal. Also, die erste Kombinationsmöglichkeit sind 11 links. Jetzt geht's wieder los. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. 7 rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 links. 1, 2, 3, 4. Nope. Okay, also
Denn, zweite Variante, 5 links. 1, 2, 3, 4, 5. 4 rechts. 1, 2, 3, 4. Und 4 links. 1, 2, 3, 4. Hä? Ja, dann schauen wir doch nochmal ins Notizbuch. Oder hast du dich jetzt da verguckt? Nee. Du bist aber von außen nach innen gegangen, oder? Nee, ich bin von außen nach innen gegangen, ja. Genau, richtig. Also die erste Zahl quasi außen und dann... Genau, richtig. Okay. Meinst du das andersrum? Nee, also, nee, ich hätte es auch so gemacht, dass von außen nach innen quasi die erste Zahl wäre, ja, ja. Die äußere, dann die mittlere und dann die letzte Zahl ist quasi die innere. Wir hatten jetzt, wie gesagt, zwei Theorien. A, alle Striche zählen. Und die zweite Theorie war, jeder rote Strich zählt. Deswegen zwei Kombinationen. Ich hätte jetzt gedacht, dass es eher die roten sind. Ja, das ist halt die zweite Kombinationsmöglichkeit, die wir haben. Ne? Also im Endeffekt würdest du anfangen mit 4 links, dann 4 rechts und 5 links. Das wäre das Ding verkehrt rum. Ist der Pfeil auch eine Zahl? Also wäre das dann 1, 2, 3, 4, 5, 6? Verstehst du, was ich meine? Ja, würde ich so jetzt aber nicht zählen. Also ist eigentlich auch nicht. Kann man so interpretieren, würde mir jetzt aber nicht so in den Sinn kommen. Ist mir so nicht in den Sinn gekommen. Ja, zur Not musst du halt über noch ihn mit zusätzlich ransetzen. Weil, wenn wir das jetzt so machen, bei dem Safe sind wir, glaube ich, bei 12, also sprich, dass wir wieder oben geendet sind, glaube ich, oder? War das nicht so? Nee, oder? Nee, war nicht so, wa? Ich glaube nicht. Weil dann wäre das ja jetzt dann 6 links, 5 rechts, 5 links. Genau. Und die scheiß Dinger haben doch dazu gezählt, Alter. Cash, okay. Money, Money, Cash! Also, Pfeile haben dazu gezählt und es waren alle roten, die nur gezählt werden müssten. Und wir haben den Johnny-Schlüssel. I'm carrying too much already.